Hallo Freunde, ja, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play Grid Autosport. Es ist Finaltag, ja, die beiden letzten Rennen hier beim Touring in dieser Saison stehen an. Wir starten hier von der Pole in Malaysia. Unser Teamkollege ist 15. Rick Scott, Aaron Wesley natürlich direkt hinter uns. Es wird nicht einfach werden. Aber wir werden versuchen, hier sowohl im Einzel als auch im Team die Plätze zu holen. Oh, guck mal, den einen haben wir, den Rick Scott haben wir ein bisschen abgeblockt. Der hat richtig was verloren, aber wir haben ja auch nur unsere Position verteidigt. Boah, beide weit außen. Wir sind noch vorne geblieben. Aaron Wesley auch noch vor uns geblieben. Also ist im Prinzip nicht viel passiert. Wir haben uns einfach die Position geholt. Oh, jetzt greift er an. Ach. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich es abbreche, weil wir uns dabei zusammen mit Aaron Wesley so ein bisschen verhakt haben. Aber ich glaube, wir können das hier aufholen. Ne? Dann haben wir es wenigstens ein bisschen spannend, als da vorne wegzufahren. Unser Teamkollege ist 15. Aaron Wesley, den wir eben mit rausgeschoben haben. Das war auch nur halbe Absicht. Das ist die Kurve, die hier so ein bisschen schneller zu fahren ist. Ja, den hat es richtig dicke erwischt, aber auch wir haben unsere Plätze verloren. Interessiert mich jetzt, wo Rick Scott ist. Der wird wahrscheinlich irgendwo so dazwischen drin sein. Oh, war das langsam. So, jetzt müssen wir uns mal so ein bisschen konzentrieren. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier aufholen. Ah, Rick Scott hinter uns jetzt. Zwei Plätze hinter uns. Und auf Platz 10 unser Teamkollege. So, und auch die haben hier Positionskämpfe und wer weiß, vielleicht können wir jetzt am Ende schon ranfahren. Auf jeden Fall sind wir dran. Bei 150 Metern ist unser Bremspunkt. Und die schenken sich auch gar nichts hier. So, Kokorev kann bis hierhin noch ganz gut den Rick Scott Parade bieten. Ja, jetzt sind wir hier nicht so gut durchgekommen. Jetzt haben wir ein bisschen was verloren. Sowohl nach vorne als auch nach hinten. Bisschen weit rausgekommen, aber sonst war es okay. So, Rick Scott ist jetzt direkt hinter uns. Ach, da habe ich jetzt zu spät den Bremspunkt erwischt. Da müssen wir auch bei ungefähr 100 Meter, 120 anfangen. Ah, Mist. Das wird eng werden. Nein, 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 nein. Nicht so wie im Qualifying hier. Hier müssen wir aufpassen, dass wir da nicht rausrutschen. Scheiße. Aber das war noch okay.
So, und die nächsten beiden Kurven, da können wir noch mal dran schnuppern, hoffentlich an den beiden. Jetzt müssen wir ein bisschen Aggressivität zeigen. Ja, unser Teamkollege leider 15. Das ist nicht so gut. Damit können wir auf keinen Fall Punkte aufholen. Ja, wir sind ziemlich nah dran. Jetzt ziehen sie wieder so ein bisschen weg. Aber gleich bei der nächsten Kurve können wir vielleicht an einem vorbei. Ah, das wird noch nicht reichen. Lieber kein zu großes Risiko eingehen. So ein paar Kurven haben wir noch. Und wenn es die letzte dann ist, die herhalten muss. So, oder halt die Kurvenkombi. Den ersten haben wir. Und der zweite, den werden wir jetzt gleich bei der Haarnadel versuchen. Ach, zu schnell. Viel zu schnell. Wo haben wir denn da erst gebremst? Also bei 125 müssen wir... Nee. Nee, Herr Scott. So haben sie sich das... So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. So, der Rick Scott wäre schon schön, wenn der auf dem vierten bleibt. So, und eine Rückblende haben wir nicht mehr. Also, wenn jetzt was passiert, dann wäre das scheiße. Und da ist die Chance. Das war sie, jawohl. Da haben wir unsere Chance genutzt. Wir hätten jetzt auch noch bei der nächsten die Möglichkeit gehabt. Aber wenn wir dann schon vorbei sind, verteidigen ist einfacher. Und jetzt einfach nur ins Ziel. Meine Herren, da mussten wir bis kurz vor Schluss kämpfen. Boah. Und dann holen wir uns hier unseren ersten Platz und damit auch den Gesamtsieg im Einzel zumindest erstmal. Ja, unser Teamkollege war leider nur 16. Aaron Wesley auf Platz 5, das ist doof. Das heißt, der Vorsprung vergrößert sich. Ja, aber auch nur ganz knapp. Meine Herren, schade, schade. Also das wäre natürlich super gewesen, wenn das hier so ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn der Wesley sich nicht durch das komplette Feld wieder gearbeitet hat. Aber jetzt startet unser Teamkollege von Platz 1. Und ja, wenn wir zügig am Feld vorbeikommen und die Ravenwest-Fahrer sich ein bisschen mehr Zeit lassen, dann haben wir noch Chancen, das aufzuholen. Aber die sind doch eher gering. So, da fliegen schon die Motorhauben. Boah, und das war ganz schön böse. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, Teamkollege ist schon auf den zweiten zurückgefallen. Und wir müssen uns hier jetzt echt Position für Position vorarbeiten. Die beiden Ravenwest-Fahrer, die haben wir zumindest schon mal. So, das haben die natürlich schamlos ausgenutzt. Sowas kann auch mal passieren.
Ja, das war natürlich blöd, dass wir uns hier mit dem einen dann. Ja, dass wir hier mit im Gerangel waren und dann natürlich den Kürzeren gezogen haben. Ach, das ist doch. Meine Güte. So, nächster Versuch. Ja, das war besser. Platz 6. Teamkollege von uns scheint vorne zu sein, oder? Erster ist das Erste, jawohl, Erster. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das gefällt mir natürlich. So, warum sollten wir auch auf der Straße fahren, wenn man daneben auch fahren kann? Ja, wenn jetzt Raven West nicht unbedingt Dritter, Vierter wird, dann könnte man hier mit einem Doppelsieg natürlich nochmal, ja, die Spitze angreifen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wäre auch zu schön gewesen. So. Und ich glaube, da waren schon Raven West, ne? Der Schwadden. Ja, wir werden mal abwarten. In einer guten Position in die zweite Runde. So, ich versuche hier so vorbeizukommen, ohne den Kollegen möglichst ja gar nicht zu behindern. Oder ich glaube, ich lasse ihn lieber vorne wegfahren, ne? Ich glaube, ich lasse ihn lieber wieder vorbei. Und beschütze ihn dann so ein bisschen. So, komm, geh vorbei. Nicht, dass hier gleich der Falsche vorbeischlüpft. Oh Mann, oh Mann. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. So, und jetzt erstmal so ein bisschen breit machen. Mir ist es auch scheißegal, ob er gewinnt oder ob wir gewinnen. Hauptsache Doppelsieg. Ist das echt der? Ja, Wesley. Also der erste Raven West-Fahrer, der ist da. Aber auch der wird spüren, wenn der uns zu nahe kommt, dann wird der hier auch merken, dass wir hier keinen vorbeilassen. Wie hatte Hollerbach gesagt, der Ex-HSVer vor 10 Jahren, oder wann hat er das gesagt, vor 15 Jahren, entweder kommt der Ball vorbei oder der Gegenspieler, aber nicht beides zusammen. Und so ähnlich werden wir es jetzt auch haben. So ist ja auch mal schön, hier so ein bisschen einfach so hinterher zu fahren. Oh, Entschuldigung. Wir können ja auch mal rechnen. 21 plus 17. Also das ist schon mal die Differenz. Das sind dann 38. Danach, ich weiß gar nicht, was die Plätze danach bekommen. Ich schätze mal 14 und 13 so. Ah, also das. Ja, wenn dieser Kokoreff auf Platz 3 bleibt, dann könnte das sogar was werden. Das wäre ja genial. So, ich lasse innen frei. Hey. Und wir haben keine Rückblende mehr. Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht sein. Und wir haben keine Rückblende mehr. Und dann schieben die uns hier zur Seite. Das gibt es doch nicht. Oh, meine Fresse, wisst ihr was? Leckt mich am Arsch, ey.
Das darf doch nicht angehen. Ich werde jetzt hier diese blöden Ravenwest-Fahrer versuchen, nochmal abzufangen. Ey, das darf ja wohl nicht sein. Das dürfte, also im Prinzip ist es ja jetzt vorbei. Wir haben ja unsere Sponsorenziele geschafft. Wir haben auch hier unseren ersten Platz, aber in ein Rennen darf ich mich dann doch auch noch einmischen, ne? Ich habe da jetzt gerade so ein bisschen Bock drauf. So, ein genauer Zwischenstand wäre nicht schlecht. Oh Mensch, ey. Wo habe ich echt 5 Rückblenden schon verbrezelt? Ich dachte, ich hätte noch irgendwie 2 oder 3. Meine Güte, das darf doch nicht sein, oder? Ja, den Wesley haben wir verpasst, der Rick Scott. Den Rick Scott haben wir mitgenommen, aber das wird nicht reichen. Der Wesley ist der Gefährliche. Und den haben wir nämlich nicht erwischt. Und den werden wir auch nicht mehr erwischen. Und dann können wir hier sogar nochmal richtig schön rein crashen. Zack. Das Auto nochmal ein bisschen kleiner machen für den Rücktransport. Ja, ja, es hat keinen Unterschied gemacht jetzt. Unser Vorsprung vor Rick Scott ist jetzt ein bisschen größer, aber das ist mir sowieso egal. Oh Mann, ey, das darf doch nicht sein. Naja. Ja, sowas Blödes. Ja, ja. 17 Punkte. Hätten wir den Wesley auch noch mitgenommen, ja, dann wäre jetzt. Dann wäre ja nichts los gewesen, aber ist auch egal. Ja, es bleibt quasi bei den Punkten. Schade. Aber trotzdem, Spaß hat es trotzdem gemacht. Es wäre drin gewesen, ne? Der Doppelsieg, es wäre drin gewesen. Ah, wären wir einfach vorne weggefahren, ne? Hätten wir uns nicht mehr auf den Zweikampf mit Platz 3 und 4 eingelassen. Naja. So, hoffen wir, dass es reicht für Stufe 9. Du wirst nicht gefordert. Außerdem verdienst du nicht das, was du verdienst. Und das hat nicht gereicht. Mist. Erhöhe die Schwierigkeit, dann bekommst du bessere Belohnungen und lukrativere Angebote. Ja, das liegt aber jetzt nicht an den letzten Rennen. Also da müssen wir nochmal so ein Mini-Event dann fahren. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal dann in der nächsten Folge um die nächsten Disziplinen. Wir werden ganz am Ende nochmal Touring machen. Wahrscheinlich müssen wir am Ende dann auch nochmal Endurance machen und nochmal dieses Tuning. Aber in der nächsten Folge geht es dann erstmal weiter mit Endurance. Und das nicht zu knapp. Also da, wir müssen da wirklich ein bisschen ein paar Punkte holen, damit wir dann beim zweiten Durchgang nicht so viel nachholen müssen. Ich muss mal überlegen, ob wir eine ganz lange machen oder 2 mittlere. Aber 2 kurze Saisonen werden nicht reichen. Ja, wir machen das einfach in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und ich gehe mich gleich erstmal eine halbe Stunde ohrfeigen. Naja, ich sage trotzdem danke fürs Zuschauen. Freue mich natürlich über jeden Daumen hoch. Würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und da sehen wir uns dann nämlich zum lustigen Endurance-Fahren. Also, bis dann, Leute. Macht's gut.